Heyo Leute, ich bin's Fresh G von Gambless. Heute wieder mit einem kleinen Webtipp. Und zwar möchte ich euch in den Webtipps ja immer wieder so Ablenkungen für zwischendurch, wenn ihr mal nicht jetzt wirklich Zeit für ein riesengroßes COD-Battle habt oder sowas, sondern einfach nur so mal vielleicht 5 Minuten oder sowas habt und ihr wollt einfach in diesen 5 Minuten irgendwas machen. Dafür sind diese Webtipps gedacht. Und heute habe ich für euch Corporation Inc. Dieses Spiel hat mich kurzzeitig wirklich extrem süchtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel fürs iPhone kennt. Da habt ihr so eine eigene Spielekompanie und müsst Spiele herstellen natürlich. Und die Spiele so herstellen, dass die auf dem Markt wirklich erfolgreich werden und all solche Sachen. Und das hier ist quasi die PC-Version nur ein bisschen umgedacht. Vielleicht so ein Remake von irgendwelchen Hobby-Bastlern oder sowas, und ihr seht, ich habe alles so ein bisschen vorgespult und springe auch so ein bisschen in der Zeit nach vorne immer wieder, damit es hier ein bisschen schneller geht. Der Sinn von Corporation Inc. ist der, ihr habt halt eine eigene Kooperation, also eine Firma, und das ist quasi so ein Bürohaus und ihr müsst alles so machen, dass eure Büromenschen glücklich sind. Und ihr seht, die haben immer so eine kleine Sprechblase und rechts, da steht auch Legende. Das heißt, ihr könnt euch anzeigen lassen, was diese einzelnen Symbole immer wieder bedeuten. Und ihr müsst quasi ein riesengroßes Bürogebäude bauen und alles zur Zufriedenheit der Arbeiter machen, weil wenn die zufrieden sind, arbeiten die schneller, besser und ihr habt wieder den Vorteil, dass ihr mehr bauen könnt. Und das wird mit der Zeit alles immer schneller, immer lustiger, immer mehr Sachen werden erfunden von den Erfindern. Ihr müsst Leute einstellen, die Sachen putzen, wie ihr hier gerade seht. Die putzen aber nur in der Nacht. Dann müsst ihr Sachen wie also Leute einstellen, die die PCs wieder reparieren, weil ihr seht ja gerade im zweiten Stock zum Beispiel rauchen die PCs. Und ihr dürft zum Beispiel die Fahrstühle nicht zu nah an dem Büroräumen bauen, weil sonst ärgert es die, weil die natürlich immer wieder in den Fahrstuhl hören. Nach einer Zeit könnt ihr dann da, wie ihr gerade seht, auch Katzen reinbasteln. Es sind aber immer wieder so eine kleinen Bonis, die halt einfach so kommen. Die könnt ihr nicht irgendwie bauen oder sowas. Und am Ende habt ihr vielleicht zum Beispiel ein Bürogebäude mit 75 Stockwerken. Ihr müsst da immer wieder hoch und runter gehen und gucken, ob alle zufrieden sind und ob auch genügend Toiletten da sind. Und die Räume könnt ihr dann upgraden, damit die schneller arbeiten können. Die Toiletten könnt ihr aufwerten, damit die Leute, die da rauskommen, 100% glücklich sind. Nachher müsst ihr eine Cafeteria bauen, einen Sportraum, das könnt ihr dann auch wieder upgraden. Also das Spiel macht einfach riesen Spaß. Es ist ein leichtes Spiel, leicht zu verstehen, aber gut komplex. Es werden immer wieder neue Sachen erfunden und vielleicht werdet ihr am Ende auch die Weltherrschaft erreichen. Das passiert aber nur, wenn ihr wirklich dran bleibt an dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel ungefähr bis zum Ende dauert. Das kommt auch darauf an, wie schnell ihr euch da reinfindet. Ich habe auch ungefähr 4-mal neu angefangen, damit alles wirklich gut passt und sowas. Falls euch das gefällt, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Es macht wirklich riesen Spaß. Bis zum nächsten Webtipp. Das war ich, Freshy. Bis zum nächsten Mal, Gambless. Ciao.